Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Drakensang Abfluss der Zeit. Wir befinden uns hier immer noch in den Hallen des Vergessens und müssen die Kristallsphären finden. Und wir sind jetzt gerade, drei haben wir schon, drei brauchen wir noch. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns die nächste noch beschaffen. Und hier kommen Skorpione, na klasse. Raaa! Und die Falle ausgelöst. Na, klasse. Wir haben unser krasses Skelett, was übelst viel Schaden macht. Bam, wie ihr sehen könnt. Genießt die Show. Das macht uns echt, das ist wie ein fünfter Begleiter, der einfach nur übelst viel Schaden raushaut. Fast schon mehr als Vorgrim. Danke, Skelett. Ja, dank des Skeletts haben wir es jetzt eigentlich relativ leicht hier. Eigentlich, denn die Gegner hier sind schon nicht ohne im Vergleich jetzt zu den Gegnern, mit denen wir so im idyllischen... Na, wie heißt denn das? In den idyllischen Vororten von Naduret. Ne? Im Gegensatz dazu ist es ganz schön heavy hier unten. In den Hallen des Vergessens. So. Ach, das hat jetzt alles Feieres aufgenommen. Egal. Ich wollte es ja eigentlich schon im Voraus so ein bisschen sortieren, aber nun ja. Gut. Okay. Jede Menge Schrott. Wahrscheinlich ist ihr Inventar auch bald voll. So. Na? Mal wieder Vorgrim vorgehen. Könnte mal den Armatrutz erneuern. Was? So. Jetzt geht's weiter. Wir müssen ja irgendwie... Aha, wir sind schon fast da. Ach echt, das ist ja was ganz Neues. Sieht wieder ganz genauso aus. Haben wir irgendwo vielleicht eine Truhe oder irgendwas? Loot! Nein, sieht nicht so aus. Die Schergen des Namenlosen werden uns aufhalten. Ich glaube nicht. Außer da ist wieder so ein Feuerball. Gehen wir einfach zuerst auf die Magier. Bei Angriff spart. Ja. Angriff. Die erstmal außer Gefecht setzen. Hallo. Kannst du es bitte jetzt außer Gefecht setzen? Danke. Ja. Angriff! Okay, gut. Bei Angriff spart! Naja, irgendwie der Befreiungsschlag bringt's gar nicht so oft irgendwie, weil die stehen dann immer so blöd, dass sie gar nichts abkriegen davon. Naja. Was soll's? Es ist, glaube ich, echt immer ganz klug, die Magier im Voraus auszuschalten schon. Na? Hat man kein Trouble mehr mit irgendwelchen Feuerbällen oder ähnlichen Geschichten. Eigentlich, wenn man aufmerksam ist, könnte man ja auch sehen, dass ein Magier gerade was einen schweren Fluch castet quasi. Und könnte dann... Oh ja, wieder der Zaubertrank, der obligatorische... könnte dann versuchen, quasi das zu unterbrechen. So. Haben wir alles? Tot. Gut. Ja. Was? Dann dürfen jetzt eigentlich nur noch zwei Kristallsphären fehlen. Glitzert hier noch irgendwas, was wir looten können? Nein. Gut. Nicht alles, was glänzt, ist Loot. Wo ist denn jetzt unser Kollege da? Wer sagt's denn? Eine kurze Rauferei, da waren nur noch zwei. Lasst uns also schnell zum nächsten. Soll ich da noch hingehen? Ach, da war die Tür, wo ich nicht durchkam. Ja, also los, mach halt die Tür auf jetzt bitte. Danke sehr.
Wow. Und das Skelett hat die Falle entschärft. Na, klasse. How about a fireball? Bam! Hm? Da kommen sie alle. Vielleicht mal wieder ein Befreiungsschlag. Vielleicht nochmal einen Befreiungsschlag, weil jetzt steht er gerade günstig dafür. Ja, diesmal lohnt sich der Befreiungsschlag dann schon eher. Und du kannst mal den armen Vorgrim heilen, wenn er schon so tapfer dort steht. Ja. Angriff! Gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das klappt doch schon echt ziemlich gut hier. Ich bin vergiftet, aber ist auch nicht so dramatisch. Okay, ja, ja, gut. Das hat sich gleich erledigt. Alles klar, gut. Fyrus darf wieder looten. Ich frage mich, was die ganzen Viecher hier unten machen. Die wollen wahrscheinlich auch nur ihr paradiesisches Leben leben und dann kommen so blöde Abenteurer und machen denen alles kaputt. So. Loot! Oh, dass es so lang dauert. Okay, eins noch. Da vorne stehen Truhen, die habe ich jetzt schon wieder gesichtet. Nom, 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 nom. Loot! Ja? Und so viele Vasen zum Kaputthauen. Bam! Da ist noch eine. Hau sie kaputt. Danke. Hui. Ich muss gleich nochmal gucken, dass Fyrus nicht überladen ist, weil letztes Mal war sie dann überladen. Gut. Und jetzt die Truhe. Oder haben wir die jetzt schon? Nee. Ach, eine Goldmünze. Ja, gut. Ach, sie ist schon überladen. Ja, ich wusste es doch. Dann geben wir den ganzen Plunder jetzt mal vor, Grimm. Plunder, Plunder, Plunder. Die Pfeile sind halt auch schwer, die sie dabei hat, ne? Ist das auch schwer? Ich weiß es gar nicht. Machen wir mal noch 100 Pfeile weg. Ist auch schon mal weniger Gepäck. Dann vielleicht noch Goldmünzen. Die noch weg. Ah ja, jetzt ist sie schon mal nicht mehr überladen und den Kram können wir auch noch wegtun. Gut. Bin ich überladen? Nein, ich bin nicht überladen. Ich habe fast nichts dabei. Ich habe die ganzen Tränke. Jetzt habe ich schon 12 Zaubertränke dank dieser Aktionen hier. Das kann ich vielleicht auch mal umladen. 90 Stein kann er tragen. Ja, meine Güte. 70 Stein, der ist auch noch längst nicht überladen. So viele Bögen hat er dabei, krass. Das kann ich mal mir geben. Ach, ich sortiere das jetzt nicht, das ist ja langweilig. Ja. Na? Ja, aber es geht natürlich trotzdem weiter jetzt. So. Wir müssen ja noch die übrigen 2 Kristallsphären uns beschaffen. Ja. Und Armatrutz können wir auffrischen gleich. Was? Ja. Es geht weiter. Ich glaube, Abenteuerpunkte kriege ich durch das Entschärfen nicht, oder? Da kommen doch bestimmt wieder Skarabäen aus dem Boden. Ich sehe das doch kommen. Na? Ja. Okay, hier keine Skarabäen, hier fallen. So, ja. Ich finde, Kuane sollte fürs Fallen entschärfen. Sofort.
irgendwie auch Experience kriegen, also Abenteuerpunkte. Fände ich cool. Danke sehr. Die drei Sachen noch looten. Oh, so viel Blattgold. Ich freue mich schon so aufs Verkaufen. Da lacht das Looterherz. Noch irgendwo was? Nein. Na? Hallo Skelett. Ich frage mich gerade, ob das so ein gute Laune verbreitendes Skelett ist oder nur so ein toter Golem-Skelett-Typ. So. Und jetzt? Im nächsten Raum dort ist einer der Kristalle. Doch, seid gewappnet. Die Schaden des Namenlosen. Nein, ernsthaft? Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet, dass die Schergen des Namenlosen uns versuchen aufzuhalten. Das ist natürlich echt krass. In Ordnung. Ach, da geht sogar die Tür hinter uns zu. Ich glaube, es hackt. Nein, 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 nein. Ja. Alle schön auf den Skelettmagier. Na? Nein, geh jetzt auf ihn. Los, los, mach ihn tot. Kill it. Was hat er so wenig? Ich muss ihn mal schnell heilen, sonst endet das hier böse. Heil ihn. Oh nein, Fulgrim ist tot. Nein, Fulgrim, wir Schweine. Der stirbt eigentlich echt nicht so oft. Aber wir haben ja noch unser krasses Monster-Skelett. Los! Nein, mein Skelett ist tot! Das geht ja mal gar nicht. Neues Skelett. Beschwör jetzt das Skelett. Da kommt es. Wo ist mein Skelett? Oh. Ich will jetzt sofort mein Skelett haben. Was? So. Ja. Oh, der arme kleine Fulgrim. Na? Was ist das für ein Bug? Da schwebt ein Stab in der Luft. Was? Was? Nun ja, der schwebende Stab. Wer kennt ihn nicht? Es geht los. Ich gehe schon. Nein, nein. Du sollst nicht laufen, du sollst looten. Ja. Wohin? So, oh, meine Nase kitzelt. Gleich muss ich lesen. Oh nein, oh nein. Okay, es geht doch wieder. Puh. Ei. Nochmal heilen, bitte. Es dauert schon zu lang. Ja. So. Was? Ich muss gerade mal gucken. Haben wir alles? Ja. Machen wir mal noch Armatrutz neu. Ja. Armatrutz. Na? Hm? So, jetzt sind wir gewappnet für die nächste Herausforderung. Sprich den nächsten Kristall, den wir finden müssen. Um, ja, was eigentlich? Genau, ich weiß es nicht. Ich finde dieses Add-on etwas verwirrend. Moment, dann habe ich mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, völlig grundlos. Komm, jetzt wartet nur noch der sechste und letzte Kristall auf uns. Ja, dann mal los. So. Und nun? Hier soll bestimmt nochmal fallen. Nein, ich höre Käfer. Da sind Käfer, da sind irgendwo Käfer, ich weiß es genau.
Da sind Käfer. Ja? So. Ja. Was? Ja. Überall Fallen, also sollten wir jetzt echt ein bisschen, ne? So, und jetzt alle auf die Käfer. Zwei sind schon tot, zwei müssen wir noch. Sterbt! Ihr bösen Käfer! Das Skelett regelt das alles für uns. Ja. So. Jetzt wird hier wieder schön gelootet, wie immer. Und. Ja. Und Quano kann schon mal die Fallen entschärfen. Ups, jetzt hat Quano die Sachen. Multitasking hier. Hm? Ja. Wird gemacht. Die kriegen irgendwie immer noch Schaden aus irgendwelchen Gründen. Wird gemacht. Vielleicht brennen sie oder so. Obwohl, das kann eigentlich nicht sein. So. Eola. Den Rest haben wir, aber hier sind noch jede Menge Vasen, sehe ich gerade. Was? Mach ich. Danke. Oh, zwei Goldmünzen sogar. Hui. Ich weiß auch nicht genau, warum mir das Looten bei Drakensang so besonders viel Spaß macht. Ich habe letztens schon mal überlegt. Ich glaube, es liegt dran, dass die Items alle tatsächlich auch ein eigenes Icon haben. Also wo man halt wirklich individuell sehen kann. Ups, das hatte ich ja schon. Sehen kann, was es für einzelne individuelle Teile sind. Bei so Spielen wie zum Beispiel Dragon Age, Dragon Age 2 insbesondere, da hatten die Items, die man sammeln konnte, noch nicht mal richtige eigene Items. Während bei Spielen wie The Witcher und Drakensang, da haben die alle eigene Icons, also man sieht tatsächlich die Gegenstände. Ja. Und ich finde, das macht schon viel für den Sammelspaß aus. Dann kommt einem das ja viel realistischer vor. Was? Auch wenn man dann ein außergewöhnliches Item findet, kommt einem das auch viel besser vor. Bei Far Cry zum Beispiel bin ich auch nicht so im Loot-Fieber, weil das auch alles so Einheitsbrei ist, was man da findet. Im nächsten Raum dort ist einer der Kristalle. Doch, seid gewappnet. Die Schergen des Namenlosen werden versuchen, euch aufzuhalten. Habt ihr dies geschafft? Sehen Sie weiter. Ja, okay, dann haben wir jetzt endlich mal gleich den letzten Kristall und dann hat sich das hier mit der blöden Kristallsucherei. Mhm. Meine Güte. Na? Ist ja echt etwas redundant, ne? Oh, Fremdwortalarm. So, nochmal schnell vorher speichern, falls die irgendwas Fieses in petto haben. Das müsste dann ja das Wasser-Ding sein, ne? Darum war es vorhin auch so rot in dem Raum, weil deswegen. Natürlich. Ja. Hm? Tötet es! Ja. Jetzt alle auf den. Nix mit Fulminictus. Jetzt hat sich's ausgefulminictust. Stirb! Ja. Ja. Kann er eigentlich schon verspotten? Habe ich ihm nicht verspotten beigebracht? Ah, doch, hier, verspotten. Und Raserei, das habe ich alles gar nicht ausgerüstet. Ha, jetzt. Angriff! Fragt sich nur, ob das was bringt, Skelette zu verspotten. Ja, scheinbar schon. Raserei, probieren wir das doch mal aus. Los, vor. Oh, er ist ja fast tot. Ups.
Schnell, nimm einen Heiltrank. Was? Nein, Vorgriff ist schon wieder gestorben. Fuck. Ich bring mal den armen Vorgriff um. Ich mörder. Naja, der steht schon wieder auf. Aber wir haben bestimmt bald kein Wieselkraut mehr. Ei. Armer Trutz. So. Jetzt haben wir endlich die scheiß 6 Kristalle. So. Hm? Ja. Jetzt wird hier noch gelootet und dann hat sich das mit den blöden Kristallen. Muss ich nur noch gleich die... Da ist noch ein Skelettmagier. Ja, gut. Ich würde hier gerne mal sehen, was ich jetzt noch looten kann, aber irgendwie... Okay, hier ist auch nichts mehr. Keine Truhen oder sonstige Dinge. Nun gut. Ja? Nein, nicht das. Hier nochmal heilen. Na? Ja. Balsam Salabunde. Hi. Oh ja, das war schon ganz gut jetzt. Okay, gut. Dann mal gucken, was uns nun erwartet. So, so. Ihr Aufräumen traut sich bald kein namenloses Viehzeugs mehr unter eure Augen. Aber das Wichtigste, wir haben alle Kristalle. Kommt in die große Halle zu unserem steinernen Freund, wenn ihr soweit seid. Ja, dadurch vielleicht, oder... Oder wo müssen wir lang? Ach, da links, okay. Ist aber auch ein Labyrinth. Das war ja mein erstes Rollenspiel, ne? Muss ich ja mal gerade sagen, fällt mir noch eine kleine Anekdote ein. Und ich habe halt tatsächlich nicht gerafft zu Beginn, dass man eine Minimap hat bei dem Spiel. Und ich habe mich immer verlaufen. Vor allem im ersten Teil in diesem Rattenlabyrinth. Okay. Bin natürlich bereit, weiterzugehen. Aber, wie wir nun endgültig aus diesem Labyrinth entkommen, seht ihr in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.